Guten Tag, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Sacred 2 Intentioned Edition. Ja, ein wunderbarer Mod, recht schwer, wie ihr im letzten, aus dem ersten Part gesehen habt. Und ja, es ist jetzt einfach so, wir müssen jetzt kurz ein paar Runen holen, umwandeln, weil ja die Drops jetzt nicht unbedingt so extrem schnell da sind. Und da geht's. Also das ist jetzt gerade dieser Ruckler sind wegen der Stadtaufbau bzw. Dörfchenaufbau. Es ist ja nicht viel weiter als ein Dörfchen. Aber die Welt ist ja riesengroß und deshalb ist es auch ja einfach für den Beginn auch ein bisschen gut. Es ist ein kleiner. Hier sind vier Gebäude zu sehen, aber hier sind noch mal zwei. Hier ist noch ein Haus und so weiter. Aber diese Stadt ist, glaube ich, die größte. Also ich finde die auch noch groß natürlich, aber die ist eher so ein bisschen in einem Graben drin. Hier ist noch eine große Stadt. Und ja, hier mehr, also Falken, nein. Hochfels? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ah, hallo, Möwchen. Ja, ist natürlich halt auch wirklich ein Spiel, das ich immer wieder in Intervallen genieße. Also immer wieder ein ziemlich viel spiele, aber dann immer wieder große Pausen mache. Muss es echt sein, jetzt mit dem Meer ruckeln? Die Engine ist halt einfach nicht so gemacht. Die Grafik ist halt auch aufgebohrt durch einen Mod. Und ja, allgemein. Also ist halt einfach die Engine langsam ein bisschen zu überfordert. Also, wenn ihr viel Schaden bekommt, einfach ein bisschen weglaufen als Nahkämpfer. Fernkämpfer ist natürlich klar. Aber es ist auch im Nahkampf anfangs ein bisschen besser, ein bisschen davon zu laufen. Und okay, das war ein großer Ruckel. Ich weiß nicht, wie man die Ruckel noch besser wegmacht. Ich müsste eventuell dann das Anti-Aliasing. Wir können ja kurz dann nochmals rausgehen und das Anti-Aliasing deaktivieren. Das ist vor allem eines der performance-lastigsten Dinge. Ja, das Physics ist es halt an. Ich habe ja noch eine GeForce GTX 980. Die ist schon extrem in die Jahre gekommen, also 6 Jahre alt. Die war aber dazu mal wirklich schon fast unter der Titan, also einer der besten. Ja, es gibt schon noch ein paar dazwischen, also TI ist glaube ich noch ein bisschen besser, aber sie ist vor allem Quad, also sie hat 4 Kerne. Und allgemein auch viel. Du hättest vor meiner Aura fliehen sollen. Kannst du denn die Einheit nicht sagen? So, wir gehen weiter auf Intelligenz und ich habe das letzte Mal gesagt, wir gehen lieber auf Arkan, aber Arkan, da haben wir das Problem, wenn wir physisch angreifen, haben wir mit den Arkan-Gegnern, wie heißt dieses Zeugs am Boden, das klebrige, T-Energie, genau, ein bisschen Problem gegen die T-Energie-Gegner. Eis kenne ich jetzt nicht unbedingt so physisch zäh, wir müssen einfach Eis nehmen, wir können immer wieder wechseln, also ich würde es sogar wechseln, weil es ist, als Spieler solltet ihr auch ein bisschen Freiheit genießen können mit dem Wechseln, weil dann wieder einen neuen Charakter anzufangen und den zu leveln, das geht sowieso nicht gut. Also es ist sehr, sehr problematisch gemacht manchmal bei den ja, No-Return-Sachen. Man skillt irgendwie, weil man denkt, es ist gut und dann ist es doch nicht gut und man kann es nicht wieder resetten. Ja, ich bin nicht so ein Fan. Es ist genau das gleiche wie mit Diablo 2, Diablo 2 Resurrection. Die wollen da im Resurrection einfach die Sachen behalten, dass man nur dreimal zurückstarten kann und so. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich bin ein Ausprobierer. Bei Last Epoch momentan bin ich so mega am Ausprobieren wegen dem neuen Add-on. Und habe immer wieder gesehen, es geht gar nicht viele Proxies, machen überhaupt keinen Schaden und so. Hier in Sacred 2 gibt es, glaube ich, keinen Proc-Skill. Also Skills, die automatisch ausgelöst werden. Durch Schläge oder so, Attacken einfach. Ich weiß es nicht genau, aber ja. Ist natürlich ja,
Nicht so wichtig, ich mag nicht so Proxkis. Der Schaden ist echt gut. Also die Gegner sind jetzt gerade nicht so zäh. Er ist so herum. Tut mir leid, es ist gerade ein bisschen trocken bei mir. Ich rede mal kurz ein bisschen weniger. Bin gerne ein bisschen einfach einer Erzähler. Meine Spione haben mir mitgeteilt, dass die Adligen einen Angriff auf unser Hauptquartier planen. Wenn meine Informanten recht haben, dann wird dieser Angriff von Süden her erfolgen. Sieh zu, dass du die Kommandantin warnst. Du hast meine Erlaubnis, dich zu entfernen. Ich habe das jetzt gar nicht so verstanden. Dünenmeer? Steht hier gar nichts. Im Süden her. Habe ich das? Aus der Angriff der Adligen? Von dir. Versteht sich. Also, ich habe ja noch die Story gar nicht so erzählt, weil ich ja die Dinge springen musste. Es war einfach zu laut für mich. Im Video war es überhaupt nicht laut, aber es ist einfach am PC gekoppelt. Also, die Systemlautstärke, die ist einfach gewaltig. Ich denke, die Soundcard ist halt einfach zu mächtig für mein Gehör. Auch die System-Sounds, also Windows-Sounds und so, muss ich sofort deaktivieren. Im nächsten PC muss ich halt schauen zuerst, also ja, ob das überhaupt wirklich zu laut ist, sonst direkt den PC zurückgeben. Also, jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen wegen der Story. Ja, eben die T-Energie ist eine Kraftquelle. Die wurde von den Adligen bzw. Inquisitoren, ja, also der Regierung einfach benutzt und überall installiert, damit die Haushälter und Fabriken und so ja, Strom haben in Form von T-Energie. Und da gab es dann immer wieder Lecks, also die, es war sehr ein unsicheres Energieprodukt. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Steuerlast. Und deshalb, seid gegrüßt. Ja, ist denn das passiert, dass überall die Umweltbeschmutzung ging? Die haben Leute in den Köpfen ein bisschen manipuliert. Also, die manipulieren die Köpfe. Corona? Oh, sorry. Das darf ich ja nicht sagen auf YouTube. Alle Götter mögen euch gewogen werden. Aber ja, ist natürlich ist nicht gerade so gut für die Menschen. Und das führte zu Krieg, zu Macht. Und deshalb ja, gibt es eben diesen Krieg zwischen Inquisitoren und Adligen, ja, normalen. Krieg zwischen Menschen und Elfen und alles mögliche, und wir sind so zu sagen einfach ein Zombie, ein wiederbelebte Person, aber in Form von T-Energie. Also es ist gar nicht, dass wir hässlich aussehen, dass wir irgendwie dumm sind, sondern wir sind einfach die Person, die vorher gelebt hat. Und können natürlich, ja, so einfach weiterleben. Wir müssen jetzt leider den Buff wechseln. Wir haben weniger Leben, weniger Lebensregeneration und Willenskraft, genau. Aber dafür haben wir Kohorten. Sind jetzt leider nur zwei. Ich dachte, wir hätten drei. Aber da wir leider, ja, die auch noch buffen müssen, können wir jetzt gar nicht so viele benutzen. Ich glaube, 4 ist Max, 5 ist Max ungefähr. Mit Pool ausgebaut. Aber 2 geht ja momentan noch. Ein dritter wird wahrscheinlich noch dazukommen. Aber dafür sind sie einfach stärker. Also, wir müssen sie einfach stärker machen, sonst sind sie sofort wieder tot. Ist das alles? So, jetzt gehen wir auf Reisen. Wir machen einfach ein bisschen einen Blick auf Gebiete, die wir nicht sonst betreten können. Aktivieren dort auch die Ding, das ist jetzt zum Beispiel der Drachenmagier-Start. Der hat natürlich keine Verbindung, also die anderen Charakter haben keine Verbindung. Er glaube ich auch nicht mehr. Es gibt nämlich keinen Wegpunkt hier. Der Drache ist auch nicht hier scheinbar.
Oh, die Schmetterlinge sehen schön aus. Zwar nicht so grafisch, aber das macht das Gebiet einfach ein bisschen lebendiger, ein bisschen schöner. Könnte hier der Drache gewesen sein, der Drache war da vorne in der anderen Kurve. So. Also das wäre eigentlich auch so ein bisschen gesagt. Ihr könnt natürlich das gerne ein bisschen nachschauen oder mich fragen, wenn ihr Fragen habt. Ich möchte jetzt auch natürlich nicht alles extremst ja, sagen, weil es ist so, dass es halt einfach auch ein bisschen komplex ist. Sonst ist natürlich das alles schlicht nur ein Tutorial und kein Let's Play. viele kennen es wahrscheinlich auch schon, weil sie ja eben das Spiel auch mal wieder sehen wollen und deshalb ist es jetzt auch nicht unbedingt so wichtig, alles zu erzählen. Eben, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr das immer sagen. Ich werde es sogar im nächsten Part auch nochmal ansprechen. Muss es dann auch schauen. Kein einziges Geheimnis Versteck, das leuchtet. Okay, schade. Jetzt müssen wir kurz noch warten, bis hier der Timer aus ist. Dann können wir weiter ins nächste Gebiet. Da gibt es, glaube ich, noch vier Gebiete oder drei Gebiete. Ja, hier unten kommen so kleine Steinchen hin, Relikte, kann das sein, die einfach bestimmte Resistenzen steigern, Magic Find bei Unix und Attribute, glaube ich. Ah, ja, Dinge, Fähigkeiten, also allgemeine Fähigkeiten. Ja, hier. Nicht wechseln. Also jetzt gerade nicht wechseln. So, da gehen wir einfach runter. Also hier die allgemeinen Fähigkeiten hier unten. Steigern die Relikte auch noch. Manche nicht, manche schon. Also ist dann in höheren Levels natürlich alle haben dann ein zum Beispiel Reiten oder Handel zum Pushen. Aber ich schaue auf die Resistenzen, weil ich bin ja nicht so ein Handel. Also ich tue jetzt noch keinen Handelscharakter machen und noch kein ja, Schmiede würde ich wahrscheinlich machen. Das geht schon, klar. Schauen wir mal, was wir für Amulette und so finden. So, hier waren wir im See. Ich sag, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber ich zeige Ihnen dann, wo er war. Hier müssen wir auch schauen wegen den Geheimnissen. Secret Locations. Kamera ist ein bisschen schwer zu bedienen mit der mittleren Maustaste. Könnten wir, glaube ich, auch ändern. Da ist ein Games. Also immer auf den Button schauen und nicht auf das Blinken. Das Blinken ist einfach zu selten. Ohne Erkundung oder so irgendwas so. Nein, nicht hier. Hier. Geschärfte Sinne, okay. Doch ein bisschen anders. Aber ihr merkt, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Wann war's? Es war noch gar nicht so lange, aber ich habe natürlich nur gerusht. Ich habe eine Seraphim auf Schockwelle gesetzt, benutzt. Und ja, ich wurde immer wieder von den Gegnern unterbrochen, gelähmt. Und ja, es war einfach zu langsames Kill für meinen Geschmack. War schade, weil ich war sehr weit. Ich war Ende Gold, glaube ich. Also für Profis sind natürlich nicht so weit, aber ich habe extrem wenig Zeit investiert natürlich. Ich bin immer gerusht, ich bin eigentlich nie am Nebenquesten gewesen. Und ja, es war sehr, sehr wenig Zeit, die ich investieren konnte wegen Krankheit. Immer viel schlafen musste und so weiter. So, jetzt haben wir Bugs. Die fehlenden, also die, nein, eigentlich die gefixten Bugs. In einer Quest, in Form von Käfern. Die Käfer müssen wir töten. Das ist Blind Guardian, da ist der erste Bugs, aber den müssen wir nicht zum Beispiel nehmen. Das ist nur, weil es ungefähr in der Nähe war. Also hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir und jetzt sind wir hier. Und das ist die Multiplayer-Insel, falls ihr das jetzt gerade ein bisschen gedacht habt, gefragt habt, was das ist hier.
Das ist einfach so der Treffpunkt mit Portalen da oben in der Höhle. Das sind die Portale und da könnt ihr schnell reisen. Weil wir jetzt das Portal aktiviert haben, können wir auch hier wieder zurück. So, jetzt sind wir hinter diesem Gebäude, wo wir auf Reisen gingen. Und ja, jetzt gehen wir schon mal ein bisschen leveln, denke ich. Ohne zu questen. Also die Quests stornieren wir jetzt gerade ein bisschen. Also lassen sie gerade ein bisschen ruhen. Die Quest haben wir gemacht, damit wir Attributs und Fähigkeitenpunkte und ja, ich glaube nur Fähigkeitenpunkte, nicht Attributspunkte bekommen. Ist halt schwer ein bisschen zu erraten, was was ist. Aber die haben wir jetzt noch nicht. Wir gehen jetzt kurz raus und schauen, dass wir die Ruckler loswerden. Ich hoffe, es ladet schnell. Ja, es ladet nicht so schnell, aber komm. So, Optionen. Wir müssen einfach, also das sieht man sowieso nicht so, das Anti-Aliasing. Und wir machen das Wetter auch aus, weil die Sicht ist dann wirklich schlecht. Hier können wir natürlich auch alles ein bisschen runtersetzen. Aber wir schauen immer, also ich schaue dann zwischen den Parts wieder was. Also das Gras können wir zum Beispiel zurücksetzen. Das ist jetzt nicht so atmosphärisch. Also es sieht besser aus, wenn nicht überall Gras ist und fleckenweise Gras ist. Sieht einfach viel besser aus. Nicht so überschlagen. Haben wir etwas vergessen? Nein. Die Attributspunkte, die Fähigkeitenpunkte bekommen wir jetzt. Denke ich mal, wenn wir jetzt haben, dann haben wir bekommen. Aber wunderbar, das einfach. Ja. Ah, wir haben doch auch noch einen Attributspunkt. Das wusste ich nicht. So. Skelette wiederholen. Jetzt schauen wir einfach mal, wie gut geht's bei den Gegnern. Ah, eine Reliquie haben wir jetzt auch gefunden. Mit Handel und Giftresistenz. Also Rüstung in grünen Balken heißt Giftresistenz. Wieso sind wir jetzt hier wieder? Programmierung nicht immer so richtig gemacht. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich schon, was ist das für ein, ja, nicht gerade so gutes Game. Es ist nämlich schon gut, aber es ist einfach ein bisschen schlecht gedesignt. Also, ihr werdet jetzt einfach noch nicht so begeistert sein, das ist klar. Aber das Spiel ist einfach genial dann. Also, ich sag Level 10 und dann geht es richtig los. Immer wie schneller, 20, 30. Das ist eben das Problem auch bei Path of Exile. Viele Spieler spielen das Spiel nicht, weil sie denken, es ist wie am Anfang mega langsam. Die Spiele, die Hack and Slay, die sind am Anfang langsamer als am Schluss. Das ist ja auch die Motivation, besser zu werden eigentlich. Also ich finde, wenn ich OP bin, finde ich das Spiel viel interessanter. Die Herausforderung, die brauche ich dann gar nicht mehr. Ich möchte ja auch ein Held sein, oder? Also es ist einfach manchmal auch die allgemeine Sache beim Denken von vielen Spielern, die einfach, ja, die Spiele halt ein bisschen begrenzen. Also sie spielen wollen. Dabei, ich tue jedes Spiel, das ich mir kaufe, also ich spiele nicht viele Spiele, aber ich tue die Spiele extrem ausquetschen. Nur ich merke auch immer wieder bei den Videos, die Spieler wollen, also die Zuschauer wollen da gar nicht dabei bleiben. Es ist so schade. Die Spiele haben eine so geile Sache, die einfach nicht genutzt, also die von den Spielen einfach genutzt werden. Die Spiele brauchen einen Film, da kannst du 2 Stunden, 3 Stunden locker wirklich durchschauen und bist richtig motiviert, ja, unterhalten. Bei den Spielen, da dauert es einfach einige Zeit. Die Entwickler tun nicht immer so extrem sofort alles in Mega-Action umwandeln, in Extra-Story, alles Mögliche. Es dauert alles. Und das ist das größte Problem, das man einfach hat. Ich glaube, ich muss Rüstungskunde nehmen, nicht Konstitution jetzt zuerst. Ich nehme Rüstungskunde, sonst bin ich einfach auch zu langsam.
Machen wir mal einen Punkt rein. Ich denke, ich mache es einfach falsch, aber ich möchte jetzt nicht ein Tutorial verwenden, die sowieso nur für das Hauptspiel meistens sind und nicht für Intentioned Edition. Das ist wieder dann alles anders. So, wir müssen trotzdem auf die Abklingzeiten schauen. Deshalb machen wir das mal so. Und ja, ich denke, wir tun dann einfach alles auch ein bisschen ausgleichen. Also, wir müssen manchmal einfach ein bisschen farmen, sonst haben wir zu wenig Runen investiert und alles Mögliche. Also, wenn wir nicht weiterkommen, dann müssen wir einfach mal ein bisschen durchkämpfen und dann wird man ganz schnell nach oben kommen. Also bei den Skeletten, da werde ich sehr viele Runen investieren. Aber ob wir sie auch finden können, wir müssen auch Geld verdienen. Das machen wir über Quests natürlich. Meistens, also hauptsächlich. Und wir tun sozusagen einfach die Skelette so machen, dass sie wirklich fast one-hitten oder so. Also ziemlich. Der Hauptschaden geht über die Skelette. Die hübschen Skelette. Also ich bin wirklich, also die erste Meinung war richtig, ja, muss das sein, so hellgrün oder so? Könnte ja auch eine andere Farbe sein. So wichtig, dass man die sieht, ist jetzt auch nicht gerade. Aber irgendwie habe ich da immer viel wie mehr einfach dann. Ich finde es einfach irgendwie cool. Also ich weiß noch, wir hatten einen Kumpel. Der Ghost. Also ich sage ihn jetzt einfach mal Ghost. Ich weiß, wie er heißt natürlich, aber ich werde es nicht sagen, wegen Privatsphäre und so. Der hat natürlich hellgrün als Lieblingsfarbe genommen, Neongrün vor allem. Und ich kann ihn natürlich vollkommen verstehen. Aber ich hatte das irgendwie so ein bisschen wie nicht nötig empfunden, so etwas gerne zu haben. Ich war so ein bisschen skeptisch. Ja, hellgrün muss jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe sein. Meine Lieblingsfarbe ist eher dunkelgrün. Eigentlich rot und blau wegen dem Club. FC Basel, weil ich in Basel wohne, also südlich, zwei Dörfer südlich in Dornach, und das ist einfach so, ich müsste Rot und Blau eigentlich gerne haben, ist wirklich wunderschön, als gleich die nächsten Farben, die ich mag, aber Grün, Dunkelgrün, also so richtige Kontrast, Dunkelgrün ist natürlich meine Lieblingsfarbe. Denn Schwarz und Weiß auch eine Lieblingsfarbe wäre, also eine Farbe wäre natürlich, dann würde natürlich Schwarz eher meine Farbe sein. Als Krieger oder als Fußballspieler oder so würde ich Schwarz tragen. Würde ich einen Club auch nehmen, der Schwarz hat. Hat zum Beispiel der FC Basel immer wieder, also ein oder zweimal gehabt in den letzten Jahren. Bisschen mehr Schwarz. Das sah wirklich viel schöner aus für mich. Schauriges Miasma, ein neuer Skin, den wir benutzen können. Jetzt haben wir nämlich gar keine Runen eingetauscht. Wir können das jetzt hier mal machen, aber es war einfach nicht nötig, weil ja, wir haben die Skills schon bekommen. Ich werde Willensstärke jetzt nicht nehmen. Wir haben jetzt noch keine Konzentration. Das ist, glaube ich, das Skill. Schauen gleich mal noch kurz. Konzentration. Ja. Wir haben noch keine Konzentration. Ist noch unkonzentriert. So, weil wir ein bisschen gelevelt haben, haben wir jetzt hier mehr Waffenslots und mehr Fähigkeiten-Slots. Ich kann es natürlich nicht sagen, wann das ist. Ich glaube, ab Level 3, ab Level 8 und dann ab Level 15 und so weiter. So in einem steigenden Fortschritt. Also wir brauchen immer mehr Levels, bis der nächste ist. Glaube ich, ab Level 50 ist das letzte, das fünfte. Dann. Yay, Blind Guardian, die coole Band ist hier. Wir müssen unbedingt dorthin. Ein Blau singen oder so, also. Hier. Ich weiß jetzt nicht, wie das kleine Dorf heißt. Ich glaube, das ist Blau singen oder das ist Blau singen. Den hat einfach nicht gerade so drin. Aber. Seid gegrüßt. Ja. Kann natürlich nicht immer sein. Bin jetzt kein extremer.
Ja, Zauberintensität geht, glaube ich, auf den Turm. Ist schon gut. Hier hat aber ein bisschen mehr Angriffswert auch gebraucht. Ja, und die Attribute, die sollten eigentlich euch etwas sagen. So, Regenerationsbelastung ist natürlich einfach, dass es länger dauert. Abklingzeiten belastet. Ja, so sind die Attribute und alles. Alte Magie, zum Beispiel Fähigkeiten. Und so Blockchancen, Nahkampf und so ist natürlich auch ein gutes Zusatz. Aber das Wichtigste ist eigentlich, worauf ich schaue, ist Betäubungsreduzierung. Und habe ich jetzt hier alles? Ich kann einfach die Dinge Seid nicht. gegrüßt. Nee. Auf Wiedersehen. Seid Ich muss die gegrüßt. Tasten müssen. So, ich muss einfach auch den Zahlenwert auch schauen. Okay. Ja, geht aber. Also das Spiel ist schon echt viel vertrauter natürlich. Ich bin natürlich nicht der extrem viel Zocker. Also ich kann nicht alles vom Spiel auswendig sagen und machen. Es geht einfach nicht. Also jetzt gehen wir zum Verzauberer. Der tut natürlich Seid umtauschen vor allem. gegrüßt. Dazu werden wir einfach jetzt mal Willensstärke in die Kiste tun. Aber die anderen, die Fremden, also wie die anderen Charakterklassen. Tun wir jetzt mal hier. Geisterhaut können wir auch verwenden, ist aber für mich einfach ein bisschen zu nervig wegen dem ja, Vielen Dank. einzelne Gegner angreifen. Ich verstehe nicht, wie so viele Spiele immer so machen, dass wir einzelne Gegner nur angreifen können. Vor allem im Nahkampf ist das immer so eine Mega-Klick-Orgie, bis jeder Gegner angeklickt ist. Also die Skelette gehen noch nicht hoch, aber die Stufe geht hoch. So, ich glaube, die gehen gar nicht hoch oder gehen die irgendwann mal hoch so? Also hier können wir auswählen zwischen einem weiteren Soldaten, also einem weiteren Skelett, oder der Schaden. Und wir müssen hier Langschwerter nehmen. Also, es wird einfach zu lange dauern, finde ich. Das ist vielleicht gar nicht so nötig. Hier können wir auch die Stufe erhöhen, also die Anzahl erhöhen, nicht die Stufe. Und hier Schild. Ich denke, hier Schild bräuchten wir eventuell gar nicht so, weil wahrscheinlich tun auch die Fähigkeiten, die nicht blockbar sind, eher den Schaden auslösen. Aber die Elite-Rüstung, die brauchen wir wieder, weil sonst sind die Skelette viel zu schnell tot, weil die Resistenzen der Skelette einfach fehlen. Okay, kurz schauen. Okay, dann machen wir das nächste Mal weiter. Wir sind im nächsten po Dorf angekommen. Wir werden einfach dann nochmals zurückgehen, hier ringsum gehen, einfach mal alles erkunden. Hier durchgehen und hier runter gehen und hier nochmals ein bisschen leveln, denke ich mal. Es wird sehr schnell gehen, also. Es ist einfach besser, als jetzt einfach schon weitergehen und alles die Quests zu machen, die meistens auch ein bisschen zu schwer sind noch. Also ich denke, wir gehen einfach mal hier ringsum, bis wir hier sind und dann machen wir die Quests hier ein bisschen. Einfach die besten Quests machen. Hier oben Attribute, Attributspunkte und so holen. Ich glaube, das geht aber gar nicht mehr, aber irgendwo anders geht es dann wieder. Ich kenne die Quests leider nicht in der EE, also Intention Edition Mod. Version, die wurden ein bisschen gewechselt, aber man kann auch von den Lichtkampagnen die Attribute bekommen. Das müssen wir dann alles herausfinden. Also, es weiß natürlich jemand und du kannst gerne auch sagen. Und in der EE können wir einfach die Bosse noch nicht machen, die sind da viel zu stark. Also, ich bin mehrmals gestorben. Vor allem am Drachen, der hier ist. Ja gut, also das war der zweite Part. Ich bin natürlich auch ein bisschen noch nicht so gut in der Qualität, die das Let's Play wieder anbegeht. Da muss ich auch wieder ein bisschen abwägen, wie es geht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem natürlich unterhalten. Sagt es einfach, wenn es zu langweilig ist. Einfach die Kritik loswerden. Ernennen. Ihr müsst überhaupt keine Angst vor mir haben. Ich werde die Kommentare natürlich auch nicht löschen. Was ich lösche, ist natürlich Werbung. Aber alles nicht. Und ja, die Parts sind einfach jetzt gerade noch ein bisschen länger. Ich werde die Parts aber ein bisschen kürzen müssen.
Und eventuell werde ich einfach die Levelphasen dann einfach nicht zeigen, damit es euch ein bisschen mehr unterhält. Aber wenn ihr selber spielt und auch wollt, machen könnt, was ihr wollt, dann ist es natürlich auch wieder ein bisschen spaßiger, das Spiel. Aber wenn jetzt wirklich losgehen, die Skelette wirklich stark sind, dann geht es bei mir auch los. Also es ist im Let's Play wirklich dann auch sehr spannend und cool. Und ich schaue extra, dass man wirklich auch weiterkommt. Also der Schwierigkeitsgrad zwar hart ist, das wird einfach immer hart sein, aber dass wir schnell vorwärts kommen. Das ist das Wichtigste. Dass wir nicht elend lang irgendwie an einem Boss hängen oder sonst irgendwas, das ist dann auch mega langweilig. Und das will ich reduzieren. Das dürft ihr gerne auch wirklich kritisieren. Ist nun mal so, ist ein Hardcore-Mod. Es gibt auch bei Sacred 1 der Sacred Reborn Mod, der ist auch so mega hardcore. Die Leute wollen einfach ein schwieriges Spiel und das ist nicht gut Let's Playbar, es ist eher streambar. Aber da braucht man auch die Zuschauer und alles, damit es wirklich auch selbst motiviert und so. Aber das Spiel, ey, das ist so motivierend, weil ich weiß immer noch nicht alle Gegenstände, also Unix oder so. Es motiviert mich immer weiter, auch die bestimmten Unique-Relikte zu holen. Die ich auch noch nicht weiß, wie die Attribute überhaupt sind, wenn ich noch keins komplett hatte. Es wird alles einfach genial motivierend sein und das ist das Beste. Einfach gebt mir ein bisschen Zeit, gebt dem Spiel ein bisschen Zeit und ja, schaut am besten so viel wie möglich, aber tut ruhig überspringen, also ein bisschen weiter im Balken, das Video ein bisschen weiter überspringen und dann einfach da schauen, was euch am besten gefällt. Und ich sorge dafür, dass es spannend bleibt. Also dann, bis zum nächsten Part. Tschüss.